es geht um meine Familie und es geht um die Frage, wie eigentlich die Energie, die die Gründerväter der DDR ursprünglich hatten, nämlich meine Großväter, die zu dieser Gründergeneration gehörten, und der Enthusiasmus und die Begeisterung, die sie am Anfang hatten, wohin das eigentlich verschwunden ist, wie es zu diesem Energieverlust kam über die 40 Jahre, über drei Generationen, warum die Kinder dieser Gründerväter schon wesentlich weniger überzeugt waren von diesem Projekt und warum die Enkelkinder, also ich, am Ende lächelnd über die durchstoßene Mauer liefen, als es am 9. November 1989 vorbei war. Und wer mal versucht hat, mit seinem Vater drei Wochen lang ein Interview zu führen, der kann in etwa ahnen, was da so an Dingen hochkommt, was an Erinnerungen freigesetzt wird und was dann auch so an Familienwissen und an interessanten Dingen passiert ist, auch zwischen meinem Vater und mir, zwischen meiner Mutter und mir, zwischen meinen Großvätern und mir, weil natürlich so ein Buch am Ende natürlich, wenn man es medizinisch betrachten würde, auch eine Art Gruppentherapie ist. Was mich ja auch angetrieben hat, war, die Leute zu verstehen und sie nicht gleich abzuurteilen oder besser zu wissen als sie selbst, was sie damals angetrieben hat oder warum sie so gehandelt haben. Das war mir wichtig, also schon ihnen auch kritisch natürlich entgegenzutreten und auch mit den Fakten zu konfrontieren, aber sie mit Liebe zu betreuen und wie man es eigentlich in einer Familie eigentlich auch nur tun kann. Und allerdings mit schon der Bedingung zu versuchen, gemeinsam sich der Wahrheit zu nähern und nicht irgend so ein rosarotes, romantisches Familienerinnerungsschloss aufzubauen.